Also es gibt verschiedene sexualtherapeutische Richtungen. Es gibt so Leute, die sprechen nur oder beziehungsweise geben Hausaufgaben, dass ihr euch sozusagen zu Hause anfasst. Es gibt aber eben auch so sexualtherapeutische Verfahren, die wirklich Körpertherapie machen. Das geht von dahin, dass ihr einfach nur insgesamt, also Körperzonen berührt, die jetzt nichts mit den Genitalorganen zu tun haben. Aber es gibt auch Tantra-Therapeuten, die also ganz konkret auch zeigen, wie ihr die Genitalien berührt und dabei Lust empfindet. Ich finde beides gut, wenn es sozusagen aber immer noch einen seriösen Hintergrund hat. Also wenn man nicht das Gefühl hat, man wird irgendwie vom Therapeuten begrabbelt. Also das sollte definitiv ein No-Go sein.